Ein herzliches Hallo zu Teil 26 von Dragon's Dogma. Wir hatten jetzt, während ihr, was ihr nicht gesehen habt, die Nebenquests angefangen, was heißt angefangen, weitergeführt und uns damit ein bisschen Vorteile verschafft. Wir haben Ser Maximilian, das ist der, von dem wir die ganzen Aufträge hatten, um zum Herzog zu kommen, hatten wir zum Großwall eskortiert. Also wieder so ein Escort-Auftrag gelegt, haben wir für 20.000 Erfahrungspunkte bekommen, jawohl, haben dann einen Vater aus einem Gefängnis befreit, um ihn mit seinem Sohn wieder zu vereinen. Herz. Erwärmend und nervig gewesen. Ja. Weil, naja, gut, ob sie das wissen müssen. Wir sind auf jeden Fall ein paar Mal gescheitert. Haben es heute hingekriegt. Ja. Was uns auch noch das Herz sehr erwärmt hat, war ein Wiedersehen mit Madeleine. Ja, genau. Wow. Sie hat, darf ich, ja? Ja. Das ist wunderbar. Ihr wisst ja, wie es so ist mit Madeleine jedenfalls. Sie hat Scheiße gebaut, sie hat illegale Waren verkauft, sie ist gar nicht so unschuldig, wie sie immer tut. Und als sie von den Wachen gejagt wurde, haben wir ihr trotzdem geholfen. Ja. Und danach wollte sie wieder, dass wir ihre Reisekosten bezahlen. Hm. Haben wir natürlich gemacht. 50.000 Gold. Und was haben wir dafür bekommen? Nein, keinen Kuss, nein, auch keine Waren, keine neue Ausrüstung, nein, nichts. Sie hat sich vor uns verbeugt und zieht jetzt bestimmt irgendwo einen Gransau mit unserem Geld rum und macht ihre illegalen Geschäfte weiter. Wobei sie hat behauptet, sie hat keine illegalen Waren verkauft. Ach, na dann müssen wir das natürlich glauben. Also ich bin immer noch fest von der Überzeugung, dass Madeleine nichts Böses im Schilde führt. Aussehen beeinflusst, ne? Allerdings. Na gut, die sehen wir bestimmt nochmal wieder. Apropos Aussehen. Ein Vasall von uns hat sich verfärbt. Sagen wir es mal so. Er wurde. Es ist ein Farbtopf gefallen. Ja, Sport. Nein, wir haben einen neuen Vasallen an unserer Seite. Anstatt Pearl haben wir jetzt Helena. Eine sehr Mannsweibige Frau. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Das ist mega. Gut, jetzt schon. Sieht genauso aus von der Ausrüstung her. Ist halt nur andersfarbig. Und 3 Level erhöht. Genau, 3 Level höher. Und unseren 71er habt ihr ja schon gesehen. Yes! Das ist heftig. Freue ich mich drauf. Jawohl. Wir werden jetzt in der Hauptquest fortfahren. Feldlager haben Großwall. Und diesen Großwall endlich mal zurückerobern, ne? Zur Hölle mit der Erlösung, ne? Und so weiter. Zur Hölle mit den Bösen. Jawohl. Viel Spaß. Im Spiel sind wir in kommenden Sekunden. 3, 2, 1, willkommen. Nun. Ja, es geht gleich los. Hier ist Rafe und hier ist dann unsere Helena. Und wir sind wieder hier vor dem Tor des Großwalds und schauen mal, was uns drin erwartet. Gucken wir mal rein. Oh yeah. Und falls ihr es nicht wisst, morgens trinkt Patrick Tee. Genau, das ist eine sehr wichtige Info, denn die Leute, die können einfach nicht zuhören. Es brennt alles. Was soll das? Nee, sag! Hör die Verwaltung! Wie? Erlöser! Imperatoren! Sturmtruppen! Nein! Kuttenmänner! Wie heißen die kleinen Dinger von Star Wars, die immer die ganzen Elektronikteile so aufsammeln und dann immer wüsten? Ah, noch ein Zyklop, das gibt's doch nicht. Und noch einer! Was geht denn da? Was soll das? Macht aber eigentlich nichts, sind nicht mehr so stark. Das denke ich. Ach, die tun nur so. Alter, auch Synchron-Baby, ne? Na, dann hau ein. Ach, ich geh immer wieder. Nee, komm, Snowhawk ist unzyklopen. Auto 71 gemacht, das. Oh, ich war's. No, my fighter is yours! Der Hof hier mit der Sonne, die reinscheinen soll, ja, das sieht schön, ganz schön. Cool. Wir sind übrigens auch der 45 gegangen. Unser Held ist auch aufgestiegen. Ja, ja, letzten. So. Ach, falsch schon. Ja. Verdammt. Mach es halt so. Geht hoch nicht. Machen wir den Stein.
fast schon fünf Stück weiter oben. Total geblockt, leider gar nicht gemerkt. Mensch, das wird nichts, ich mach jetzt wie ich will. Ja, dann mach ich die. Wolltest du doch da auch machen? Ich muss doch mal herhauen. Ich bin die Eier massieren. Man macht gar nicht einfach mal einen Wahlstrom. Ja, und dann stromt das weg. Das Ding, was sie so einsiebt hier mit die Unschützen hat, die langgestreckte Keule. Naja, die langgestreckte Keule. Naja, Mensch, ich meine die. Ja, ich weiß, was du meinst. Du musst dich nicht immer so artikulieren, dass man denkt, du meinst etwas vollkommen anderes. Ich meine aber was vollkommen anderes. Oh. Ja, Rockkeulen da. Jetzt geht's ab. Ich hab's im Keulen rum, was soll das? Damn, da. So. Stehst du immer so nah dran? Hat dein Stein eigentlich auch mit einem Flächenwirkung? Also beide? Ja, hatte. Aber ich möchte beide erwischen. Komm her! Hier, ich meine Finger. Weiter! Was? Ja, was ist der? Ich bin ja ein Pfeil im Auge. Ein Pfeil im Auge! Ja, mach ich doch. Der leidet ganz schön einfach. Ja, ja. Guck's dir an, dann hat er eine Krone. Der ist tot. Und auch ein Traum. Der ist doch der. Kannst du. Und auf dem Fuß. Fuß ist drauf. Ja, ja. Was? Fuß ist drauf. Also ich weiter Schatten festhalten, muss ich mir zwei zu Glück rein. Da waren sie auch noch beide. Der eine war hoch. Geht die Keule nehmen? Das ist aber schon ganz ziemlich. Wie ein. Sagst du jedes Mal. Ein Santa Monica Spiel ja. Mit einem Aschfallenkrieger, der gerne solche Musik. Aber du bereitest den Namen, ich hab sie schon selber. Kahn hört mit S auf. Der Typ muss das spielen. Ich spiele mit G an, was ich muss. Ich sehe ja. R auf, ja. Jetzt wird er. Jetzt kann man seine Waffe machen. Wie jetzt? Der soll mich vorwegfallen, deswegen hat man einen Attacke! Das war's. Hat Jan zu Damage? Ich hab mal seinen Kopf zu brennen. Ja, ja. Ich hab zu viel nachgedacht. This looks interesting. So, und nun? Den nächsten bitte. Nice. Nice, Peter! Gehen wir mal. Starkglattig. Gesundheit 4. Na ja, machen wir das. Über 2000 ist ja der Hammer. So cool. Das finde ich sogar sehr cool. Und immer noch Mittel. Alles cool. Ein Blümelein wächst in den Feststellungsleim. Apropos Blümelein, wir müssen schon wieder zu unserer allzu geliebten Selene. Ja, wir haben eine neue Nebenquest angenommen. Wir müssen unter Königslorbeer fressen. Beziehungsweise, nee, von uns haben, aber. Ja, müssen wir damit so einstellen. Ja, Kräuterbier herstellen, ne? Schon, oder? Ja, ja, der ist auf den Geschmack gekommen. Ein saufendes Kind. Einmal frei. Hübscher Stein. Ich weiß nicht, ob ich dafür
Inventar voll hauen muss. Doch, muss. Säcke würde ich mal durchsuchen. Eine 1.101.000. Klingt gut. Das ist was. Jawohl. Die Elektronik macht sich selbstständig. Habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Und. Nee. Ja, lebendige Skelette. Alter, die haben den Sinn anders gemacht. Ich glaube, du bist Papa. Nein, ja. Die Attacke, wenn die diese Knabberdinger auf dem Boden da haben. Unklopp, Harry, dort. Klingt nur was Griechisches. Erstmal hier lang. Jo. Aber es ist dann noch ein starker Schlag, könnte ihr den Rest geben. Vielleicht geht's auch in der Kampf vorbei. It was quite a wait, sir. The leader of those zealots made for the floor above. There's a passage here will take you there more quickly. I'll open it. I owe you my life, sir. Thank you. There are still others held below. Pray, free them as well. There isn't. Ah, most. They have the men of the war. We'll be easier going, searching in this area. Ein Pfeil. Das sieht schon cool aus, wenn man das so macht. Aber ich guck mal, die wird von der anderen Seite nur eingeschlagen werden. Ja, hier ist halt so ein... Ich öffne kannst du nicht mehr. Nee. Das, die ist vom... Das geht von der anderen Seite. Der Weg ist gesperrt. Kann ich mal hoch? Jo. Guck mal, das ist immer noch. Stehen ja alle rum. Da ist nichts mehr. Ja, komm, Jungs. Alter, Scheiße. Was? Die haben es auch magisch drauf. Ja, geht's ja an der Hauptküste. Ja. Kein Respekt, ich hab weg. Die
Mein Gott, hier geht's ja überall lang. Ja, geh erstmal runter. Jo. Immer tiefer in die Festung. Oh, hier ist Schluss, ne? Sieht so aus. We are those who pray for the end. Nee. Sorcerer! What's that? Boah, wir sind heavy. Die haben mich aber alle getötet. Warum? Vielleicht sind nicht alle so stark ihrem Glauben nachgehend. Mann, was soll das? That was far too. Here, take this. Danke. Ordnung im Dunkel. This looks interesting. Löwenstepppanzer. Ja, und zugeschlossen. Gut, was haben wir hier noch? Den nehmen wir. So, müssen wir mal gucken, dass wir mal Gandalf oder irgendjemand anders was geben, dass wir nicht mehr so schwer sind. Jo. Gedrückt hast. Na ja, die Lappen da kannst du Hand von zurück machen. Ach, ja. Nutzen wir nicht. Die beiden Krüge können auf jeden Fall noch weg. Für unser Gewicht. Moment hier mal. Wie es aussieht zur Quest, oder nicht? Nee, warum? Da wo der aufgeschlossen hat, ging es zur Quest. Du meinst... Hat er das nicht gesagt? Mad! Salvation is mad to conjure up such monsters! Nee, wir müssen ihn befreien. Show the rest of us! Forgive me, sir, but I'll not open this door. I'll not be food for those beasts. Warum hat er das auch noch? Was?
Jetzt. Klause. Strike with the beat panics. My support! Oh, no.